Tag 6. Nicht auf den eigenen Rädern, sondern per Extrazug reisen die Inliner zum Start nach Lys. Über gut befahrbare, verkehrsarme Straßen traversieren sie zuerst den Are-Hagneck-Kanal und jagen dann im Windschatten des Feldes durch das große Moos, den Gemüsegarten der Schweiz. Kurz bevor sie die Schwimmer ins Rennen schicken, schlüpfen die Inliner am Ufer des Neuenburger Sees für 1,5 Kilometer in die Laufschuhe. «Bienvenue en Romandie», heißt es in Neuchâtel. Vor dem Fußballstadion Stade de la Maladière steigen die Schwimmer ins kühle Nass. Für die Biker geht's bis Colombier zuerst moderat dem See entlang. Danach biegt die Strecke bei Beauvais in den Wald ab. In der Nähe des Creux du Vent tauchen die Biker wieder unter freiem Himmel auf. Hier oben ist ihre Freiheit lange Zeit grenzenlos. Sie wird erst durch die Abfahrt hinunter Richtung Neuenburger See beendet. Wer von der Abfahrt genügend Schwung mitnimmt, wird auch die letzte kleine Steigung hinauf zum Mont de Chamblant locker bewältigen. Nach der Übergabe in Chamblant setzen die Velofahrer die Reise durch den Jura fort. Mit dem Col du Molondru bezwingen sie den letzten Jurapass, der bis heute auf der Gigathlon-Karte noch gefehlt hat. Die Abfahrt hinunter an den Genfersee verspricht ein wahrer Genuss zu werden. Ein Abschluss, den sich die Velofahrer nach unzähligen Kilometern und Höhenmetern wahrlich verdient haben. Die Läufer entdecken auf ihren letzten Kilometern der Woche versteckte Naturgebiete und die grünen Parks der olympischen Kapitale Lausanne. Vorbei am Sitz des Internationalen Olympischen Komitees führt der Weg die Gigathleten zum krönenden Abschluss auf die Zielgerade am See. Dort werden sie mit tosendem Applaus als Finisher des Swiss Olympic Gigathlon 2013 gefeiert.